auch in allen Beziehungen, die du, egal mit welchen Menschen auch immer eingehst, du machst das immer, damit ihr gemeinsam co-kreiert, damit ihr gemeinsam Größeres erschafft, als du einzeln schaffen könntest. In allen Beziehungen, zu Freunden, zu Kollegen, zu deinem Partner. Ihr wollt gemeinsam Großes erschaffen für die Welt, um das Bewusstsein und die Liebe in der Welt zu vergrößern, ja. Und da nicht im Klein-Klein verlieren, nicht diese Ego-Gedankenkonstrukte regieren lassen, sondern immer wieder an die Liebe und an das Große, was ihr gemeinsam schaffen wollt, erinnern. Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es um das Thema gehen, wie du deine Kommunikation mit anderen Menschen, insbesondere in einer Beziehung mit einem Partner, verbessern kannst. Aus unserer Sicht ist es elementar, erstmal zu realisieren, dass es bei Kommunikation immer darum geht, die Wahrnehmung von zwei oder mehr verschiedenen Menschen miteinander zu synchronisieren. Weil jeder Mensch hat einfach unterschiedliche Wahrnehmung von der Welt, jeder sieht die Dinge anders. Und es geht eben um die erfolgreiche Synchronisation dieser verschiedenen Universen, kann man sagen. Und da ist tatsächlich auch der erste Punkt, ein ganz wichtiger, nichts persönlich zu nehmen. Also alles, was ein anderer Mensch tut, tut er aus dem jeweiligen Bewusstseinsstatus heraus, den der andere Mensch in dem Zeitpunkt eben hat. Man sollte eben realisieren, dass ihr beide zusammengekommen seid in einer Beziehung, um eben gemeinsam als Team zu agieren und etwas Großes zusammen zu schaffen und gemeinsam zu wachsen. Häufig neigt man aber dazu, das, was der andere sagt oder macht, als Angriff gegen einen selbst zu sehen und realisiert nicht, dass das, was jemand anderes tut oder sagt, nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern nur mit dem anderen. Da gibt es auch ein ganz spannendes Buch zu, Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Da geht es eben genau um diesen Punkt, der zu deutlich mehr Frieden und Glück im Allgemeinen führt, eben nichts persönlich auf sich zu beziehen. Beispielsweise kennst du es auch, wenn ein Auto vor dir im Verkehr langsam fährt, denkst du, ja, wegen demjenigen komme ich jetzt später dort und dort an. Und auch dort ist es, merkst du, man neigt dazu eben, diese Dinge auf sich zu beziehen. Dabei sind sie gar nicht als Angriff gegen einen selbst gemeint. Deswegen Punkt 1, nichts persönlich nehmen und realisieren, dass ihr beide ein Team seid und dass ihr beide zusammen wachsen wollt. Ja, damit kommen wir auch direkt schon zum Punkt 2, was Nico an sich auch schon angesprochen hat, dass man auf jeden Fall keine Schuldzuweisungen dem anderen gegenüber äußert. Also das heißt in Bezug von Kritik. Weil ganz häufig merkt man einfach, dass man in bestimmten Situationen getriggert wird oder Triggerpunkte ausgelöst wird und man dann sagt, du hast oder beziehungsweise sich darüber ärgert und der Person ja einfach Kritik an den Kopf wirft, ob das jetzt so Kleinigkeiten sind wie du hast den Müll nicht rausgebracht oder du machst das und das nicht. Da muss man einfach aufpassen, dass man bei der Person diese Schuld nicht so ausdrückt, dass die Person dieses Schuldsein-Gefühl hat, das merken wir auch immer wieder, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass wir oft gerne der anderen Person die Schuld geben, weil du das und das gemacht hast, haben wir das und das nicht getan. Aber letztendlich ist man in einer Beziehung ja immer zwei Personen und man triggert natürlich seine Punkte gegenseitig. Hier haben wir deswegen den Tipp für dich, da üben wir uns auch immer wieder drin, weil man natürlich auch gerne wieder in alte Muster zurückfällt, dass man einfach aus der Ich-Perspektive spricht. Also das bedeutet, ich bin traurig oder ich fühle mich so, vielleicht könnten wir beim nächsten Mal das und das verändern oder vielleicht könntest du heute den Müll rausbringen, zum Beispiel, ohne dass man sagt, du hast heute nicht oder du hast schon wieder nicht solche Dinge, weil das einfach erstens dem Partner spiegelt, wie du dich fühlst und der Partner möchte ja dein Bestes, ihr seid ja ein Team, ihr wollt eure Beziehung verbessern und das geht einfach am einfachsten, wenn du deinem Partner spiegelst, wie du dich fühlst. Und da ist es wichtig, dass du dann sagst, ich fühle mich heute traurig oder ich fühle mich vernachlässigt. Wollen wir nicht nochmal einen schönen Abend zusammen machen heute?
Und das hat so eine große Wirkung. Vor allem spiegelst du dann auch deinem Partner, dass er dir wichtig ist, anstatt zu sagen, ja, du hast nie Zeit für mich, du arbeitest immer nur. Weil dann fühlt der Partner sich so schuldig, dass er alles falsch macht und er nicht richtig ist. Wenn du aber sagst, ich bin heute ein bisschen traurig, ich möchte gerne noch mal Zeit mit dir verbringen, wollen wir uns heute Abend einen schönen Abend machen, dann gibt es dem Partner natürlich ein wertschätzendes Gefühl und er freut sich auch auf den schönen Abend, was man mit dieser Kritik natürlich nicht schafft, weil sich dann einfach beide ja schlecht fühlen, weil das natürlich auch bei beiden den Triggerpunkt auslöst. Ja, da gehen wir jetzt auch direkt, würde ich sagen, aufs Thema Streitgespräche über. Genau, also wir haben eigentlich bei der letzten Diskussion oder Meinungsverschiedenheit haben wir einfach mal ausprobiert, als Selbstexperiment sozusagen, wie es ist, wenn man einfach mal von der Prämisse ausgeht, dass alles, was man in einer Diskussion sagt, was nicht liebevoll ist oder was keine Liebe eben dem anderen gegenüber ausdrückt, nicht wahr ist. Und wenn man das macht, realisiert man ziemlich schnell, wie wenig wirklich Wahres man sich zu sagen hat. Häufig ist nämlich so ein Streitgespräch, läuft das so ab, dass das einfach sozusagen Schuld-Ping-Pong hin und her ist. Ja? Also man sagt, du hast das gemacht, dann sagt der andere, du hast das gemacht. Und das geht immer so weiter. Und wenn man dann häufig einfach bewusst in dem Moment, wo man realisiert, man hat selbst eine Schuldzuweisung ausgesprochen oder man hat selbst eine empfangen, indem man einfach in diesem Moment innehält und sagt oder fragt, ist das wirklich wahr? Wenn ein anderer sagt, weil du das und das gemacht hast, fühle ich mich so. Dann ist der Teil, ich fühle mich so, tatsächlich richtig. Die Frage ist aber, ist es wirklich wahr, dem anderen die Schuld für dieses Gefühl zu geben? Oder ist es nicht vielmehr wahr, dass du immer in jedem Moment selbst dafür verantwortlich bist, wie du dich fühlst, wie du auf etwas reagierst? Wenn du das nämlich nicht tust und sagst, weil du das und das gemacht hast, fühle ich mich so und so, bist du immer ohnmächtig. Du bist immer ein Opfer der Umstände oder von dem, was der andere eben macht oder sagt und hast dein eigenes Glück nicht selbst in der Hand. Und solange du das tust, bist du eben immer vom Außen abhängig, was im Außen passiert, was die Umstände sind, was der andere sagt. Und da ist es eben elementar, zu realisieren, dass die Verantwortung für dein Glück im jetzigen Moment immer bei dir selbst liegt. Ja, da hinzuzufügend und auch gleich schon, um zum nächsten Punkt zu kommen, ist es natürlich aber auch wichtig im Zusammenhang bzw. im Zusammenleben mit der anderen Person, dass wenn du dann doch mal ja, Kritik oder beziehungsweise etwas äußerst, was du gerne verändern möchtest, ist es ganz wichtig, dass man nicht sagt, immer, also so absolute müssen einfach weggelassen werden, ja. Ich muss da auch zu sagen, ich bin da sehr, sehr, sehr gut drin, absolute zu verwenden, weil es ist einfach in unserem menschlichen Gehirn so verankert, dass wenn die Person dreimal etwas hintereinander tut, dass wir dann gerne von immer sprechen. Ich bin da ein Held drin und sage einfach gerne, du machst es immer so. Und das ist natürlich ein Totschlagskriterium für die Beziehung, weil der Partner dann natürlich super die Schuld zugeschoben bekommt. Und natürlich macht er das nicht immer so. Wahrscheinlich hat er das einfach nur ein, zwei oder dreimal so gemacht und es hat sich in meinem Kopf abgespeichert, dass es einfach immer so ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man drüber spricht und auch versucht, die beide Seiten zu beleuchten. Natürlich ohne Schuld zu auszudrücken. Deswegen sollte man da auch immer wieder aufpassen, dass man eben nicht in dieses Kritikthema fällt, sondern auch wieder aus der Ich-Perspektive kommt und halt auch diese absolute Weglassen wie nie immer andauernd und solche Dinge. Einfach weil die Person das paar Mal gemacht hat, heißt es ja nicht, dass sie das immer so macht. Man weiß ja auch nie, in welcher Situation die Person in dem Moment gerade ist, beziehungsweise das ist auch ganz wichtig, weil ich oft erwarte, dass er so handelt, handelt er dann auch so. Und das ist auch was ganz Wichtiges, wo man wirklich darauf achten muss, dass wenn man es schon erwartet, also zum Beispiel, das Beispiel kann ich auch direkt nennen, ganz häufig, wenn wir was zusammen unternehmen wollen, kommt irgendwas dazwischen, weswegen wir uns dann so unsere Triggerpunkte aktivieren, dass wir uns einfach streiten und schon gar keine Lust mehr haben, diese Freizeitaktivität zu machen, durchzuführen. Und da ist es einfach so, dass es sich in meinem Kopf eingebrannt hat, dass immer etwas passieren muss, bevor wir was unternehmen können.
Und tatsächlich ist es so, dass daher, dass ich das immer schon erwarte, ich einfach darauf warte, dass bevor wir losfahren können, noch irgendwas passiert. Und tatsächlich, wenn man dann die Situation mal beobachtet, ist es auch so, dass ich dann einfach schneller auch gereizt bin, weil ich ja schon darauf eingestellt bin, dass wir uns streiten. Und das ist einfach auch was, wenn wir diese Absolute verwenden oder diese Absolute schon in unserem Kopf gespeichert haben, dass es dann auch schneller dazu kommt, dass die sich umsetzen, also dass die wirklich realistisch werden. Und da ist es wichtig, dass man mit dem Partner darüber spricht, wie man sich fühlt. Und da kann man dann natürlich auch sagen, ich würde mich freuen, wenn wir es heute schaffen, das und das zu machen, zum Beispiel in die Therme zu fahren und schon ganz früh loszufahren und alles harmonisch und in Liebe zu tun und eben nicht zu sagen, lass uns bitte nicht wie immer heute streiten, sondern lass uns, wie gesagt, bitte heute harmonisch den Tag anfangen und auch dann ja, ausklingen lassen. Und tatsächlich haben wir da jetzt mal vermehrt drauf geachtet. Und das ist wirklich der Schlüssel, dass man diese Punkte, diese Triggerpunkte einfach beleuchtet und dann ja, selbst feststellt, wo ist der Haken. Ja, und da merkt man auch wieder, das ist einfach auch die perfekte Ergänzung zu dem Punkt, den ich davor genannt habe, nichts akzeptieren, was nicht liebevoll oder aus Liebe entspringt. Es ist halt so ein krasser Unterschied, wenn man einfach jetzt mal sich klar macht, wenn jemand sagt, du nimmst dir nie Zeit für die Beziehung und der andere reagiert einfach liebevoll darauf, nimmt den anderen in den Arm, wirbelt ihn durch die Gegend und sagt, bist du dir ganz sicher? Habe ich nicht schon einmal irgendwie Zeit für uns genommen? Und dann vielleicht auch statt irgendwelche weiteren Schuldzuweisungen wieder Ping-Pong zu machen, nee, du nimmst dir die Zeit für die Beziehung, du nimmst dir die Zeit für die Beziehung, einfach mal da ins Machen kommen, ja? Den anderen in den Arm nehmen, durch die Gegend wirbeln, da brauchst du eigentlich gar keine Worte, sondern einfach tun. Dann vielleicht sagen, okay, dann machen wir uns jetzt einen geilen Abend, ich massiere dich jetzt, wir gehen später noch was essen, was auch immer. Einfach durch Taten dann vielleicht auch einfach mal zeigen, dass man den anderen wertschätzt, ja, wenn so etwas kommt. Und eben dann nicht wieder dieses Ping-Pong-Spiel machen. Deswegen ergänzt sich eigentlich dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, perfekt eben zu dem zweiten. Ja, das passt halt super dazu, das zu beleuchten, ob das wirklich wahr ist. Und da ist es natürlich aber auch immer schwierig, beziehungsweise eigentlich ist es sehr einfach. Allerdings hängt es immer davon ab, in welchem State ist der andere gerade. Wenn ich zum Beispiel super im Hustle-Modus bin und im Ego und viel zu tun habe und dann macht Nico irgendwas, wo ich dann sage, ja, du nimmst dir die Zeit für uns. Er selbst ist aber gut gelaunt und in seinem Peace-Zustand, dann kann er natürlich super einfach so handeln. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass beide darauf achten, dass man absolute und so Kritikäußerungen am besten gar nicht aufbringt, weil das merken wir auch immer. Wenn der andere jeweils gut gelaunt ist, entspannt ist, dann kann man natürlich den Partner viel besser wieder zurück in die Liebe, in das Gemeinsame bringen. Wenn aber jetzt beide an dem Tag im Ego sind, weil was passiert ist, ist es umso schwieriger, dass man da wieder zusammenfindet und... Ja, jetzt kommen wir... Genau, eigentlich kann man da zusammenfassend sagen, dass wenn zwei Egos aufeinandertreffen, also zwei so in ihrem eigenen Film sind und ihren Ego-Gedankenkonstrukten, wenn die aufeinandertreffen, dann kommt da eigentlich immer nur Bullshit bei rum. Wenn aber nur einer zum Beispiel im Ego ist und der andere im Peace, in der Liebe, mit sich gerade, ja, im Reinen, dann ist es eben häufig so, dass diese Bullshit-Konstrukte, die der andere dann irgendwie sagt oder macht, einfach einen nicht so sehr tangieren können. Und dann ist es auch viel einfacher, eben darauf liebevoll zu reagieren, ohne irgendwelche Worte, sondern einfach durch liebevolle Taten zu reagieren. Ja. Also die Frage ist eigentlich immer, sind irgendwie beide im Ego, ist nur einer im Ego? Wer kann schneller über seinen Schatten springen? Wer kann schneller seinen Stolz überwinden und in die Wahrheit zurückfinden? Und diesen ganzen Bullshit mal beiseite lassen. Ja. Und genau, da kommt es auch wieder zum Thema, in einer Beziehung ist man ein Team und das war bei uns auch sehr stark am Anfang, weil wir beide sehr, sehr große Stolz- und Ego-Themen haben dem Partner gegenüber und wir beide bisher eher so waren, dass wir Einzelgänger sind. Es ist natürlich umso wichtiger, dass wir hier unseren Stolz überwinden und da ist mal der eine, mal der andere besser, deswegen ist es halt auch ein Miteinander. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum Punkt 5 und das ist der spannendste, darf ich gerade einleiten mit dem. Das ist nämlich richtig, richtig spannend. Das war auch was, wo mir nochmal die Augen geöffnet wurden. Und zwar gab es eine Studie, wo über mehrere Jahre, wirklich über 30 Jahre hinweg, Paare beobachtet wurden. Und während der Studie und am Ende gesagt werden konnte, welches Paar sich trennen wird und welches Paar zusammenbleiben wird, auch wenn die verheiratet waren und Kinder hatten. Und zwar ist der Schlüssel, dass man seinem Partner mehr
positive Aussagen gibt, sozusagen mehr Komplimente, mehr positive, ja, Worte schenkt als negative. Und das Verhältnis ist da 5:1. Wenn du willst, kannst du gerade mal das Beispiel nennen, weil das ist nämlich spannend, dieses 5:1 Verhältnis. Das betrifft nämlich nicht nur die Beziehung, sondern wirklich auch so viele andere Dinge. Und ja, wenn Nico erklärt das mal, das wird nämlich richtig klar dann. Ja, das ist sogar nicht nur bei Menschen so, sondern auch bei Tieren. Das ist so ein ganz witziges Experiment, was sie mal gemacht haben bei Affen. Die haben einfach Affen eine Banane gegeben, da hat sich der Affe sehr gefreut. Hat er die zweite bekommen, hat sich noch mehr gefreut und so weiter. Und hat ihm einfach dann 4 Bananen gegeben und hat sich dann eben sehr gefreut. Und wenn man dem Affen, der hat die dann gesammelt halt, wollte die später dann essen. Und wenn man dem Affen dann diese 4 Bananen wieder wegnimmt, und sozusagen zum Urzustand zurückkommt, ja, wo er gar keine Banane hatte, dann ist er trauriger, als wenn er nie irgendeine bekommen hätte, ja. Weil diese Glücksgefühle, ja, ich bekomme jetzt eine Banane und ich bekomme die nächste und ich bekomme die nächste, die sind nicht so stark, die verankern sich nicht so stark im Gehirn und im Gedächtnis, wie eben die Tatsache, dass er dann alle 4 auf einmal wieder weggenommen bekommt. Dasselbe gilt also in verschiedensten Bereichen, auch im Finanziellen. Wenn du 4-mal 1.000 Euro geschenkt bekommst, freust du dich 4-mal ein bisschen. Und wenn du diese 4.000 Euro wieder weggenommen bekommst, bist du trauriger, als wenn du nie was bekommen hättest, obwohl der Zustand, dass du ja 0 Euro so oder so bekommen hast, derselbe ist. Ja? Und das ist eben spannend, dass sich das Gehirn eben diese Negativpunkte stärker abspeichert als positive. Und das ist einfach auch evolutionär bedingt, weil es einfach immer wichtiger war, Gefahren zu vermeiden. Ja? Das ist einfach seit der Steinzeit so, ja, wenn da ein Säbelzahntiger dir gegenübersteht, dann solltest du lieber sozusagen diese Gefahr vermeiden. Und das war immer wichtiger für dein Überleben, als dass du dich halt in gewissen Momenten mal gefreut hast. Und das ist eben da ganz zentral auch in Beziehungen darauf zu achten, dass dieses Verhältnis von positiven und negativen Aussagen eben mindestens 5:1, natürlich am besten noch viel höher ist, ja, dass man dem anderen sagt, wie sehr man ihn schätzt, wie sehr man ihn liebt, was man in jeweiligen Momenten an dem anderen toll findet, ganz oft eben Komplimente macht, immer wenn einem was Positives auffällt, weil eben genau dadurch, dass man diese positiven Dinge anspricht, verstärkt man diese auch. Und je mehr Positives man eben gesagt hat, das kann man sich wie so ein Konto vorstellen, ja, je mehr Positives da drauf ist, dann kann auch mal sozusagen ein negativer Punkt, ein Kritikpunkt oder irgendwas, was aus dem Ego herauskommt, kann dann leichter verkraftet werden, als wenn dieses Konto permanent irgendwie im Minus sozusagen ist und immer nur Negatives, Schuldzuweisungen und ja, Ego-Aussagen draufkommen. Ja, das ist ganz zentral. Also auf das eigene Wort achten und eben das immer im Kopf behalten, dass wie sich eben negative Dinge stärker ins Gedächtnis brennen als positive. Ja, das ist tatsächlich spannend und das beobachten wir auch bei uns ganz häufig, obwohl wir uns den Tag über super häufig Komplimente machen und uns sagen, wie sehr wir uns lieben. Und dann passiert eine Sache und man wirft sich irgendwie negative Themen an den Kopf. Und dieses Negative macht dann tatsächlich so ein krasses schlechtes Gefühl, dass ich dann oder wir gegenseitig immer das Gefühl haben, dass der andere wieder ausziehen soll. Und das ist tatsächlich krass und das ist tatsächlich auch schon oft vorgekommen. Aber da merkt man wieder, wie wichtig es ist, dass man auf seine Worte aufpasst und vor allem auch nicht einfach irgendwas sagen, weil natürlich weiß man, was den anderen verletzt. Und gerade wenn man halt in seinem Ego ist, weil der andere was Negatives gesagt hat, dann muss man aufpassen, dass man eben da nicht noch weiter reindrückt, sondern da wieder, ja, sich klar macht, dass man die Beziehung ja möchte, dass man ein Team ist und das einfach dann wieder mit netten Worten, mit liebevollen Worten, ja, zurück in die Liebe bringt und eben nicht da auf seinen Ego-Themen rumtappt. Ich weiß, dass das auch nicht immer leicht ist, aber die Tipps könnt ihr euch einfach nur mitgeben. Und ja, ich finde diese Studie wirklich super, super spannend. Und es ist tatsächlich auch egal, wie oft man sich streitet im Laufe des Lebens, des Tages sozusagen. Hauptsache, das Verhältnis bleibt immer 5:1. Also das heißt 5 positive Dinge und eine negative Sache. Oder noch besser. Ja, genau. Oder halt noch mehr positive Dinge und gar keine negative. Aber wir sind tatsächlich auch super gleich und trotzdem auch sehr unterschiedlich. Und da merkt man auch, dass wir gerade an den unterschiedlichen Punkten dann doch gerne auch mal uns die Haare raufen. Aber trotzdem wissen wir ja, dass wir uns lieben und dass wir das zusammen
leben wollen. Und da ist es einfach so wichtig, dass wir halt auf die positiven Dinge fokussieren, was wir auch tun. Und ja, mit unseren Tipps wirst du auf jeden Fall einiges in deiner Beziehung verbessern können. Natürlich auch in der Beziehung zu anderen Menschen, weil das gilt natürlich auch für andere Menschen. Wenn du da Kritik äußerst, kannst du auch da das natürlich viel liebevoller ausdrücken und somit mit deinen Freundinnen, mit deinen Eltern, mit Geschäftspartnern besser auskommen, weil es eben keine Kritikpunkte in dem Sinne gibt oder auch einfach mehr in der Wahrheit, mehr in dem Positiven bleiben, statt da wirklich in die negative Kritik zu gehen. Genau, ja. Also eigentlich kann man sagen, auch in allen Beziehungen, die du, egal mit welchen Menschen auch immer eingehst, du machst das immer, damit ihr gemeinsam co-kreiert, damit ihr gemeinsam Größeres erschafft, als du einzeln schaffen könntest. In allen Beziehungen, zu Freunden, zu Kollegen, zu deinem Partner. Ihr wollt gemeinsam Großes erschaffen für die Welt, um das Bewusstsein und die Liebe in der Welt zu vergrößern. Ja? Und da nicht im Klein-Klein verlieren, nicht diese Ego-Gedankenkonstrukte reagieren lassen, sondern immer wieder an die Liebe und an das Große, was ihr gemeinsam schaffen wollt, erinnern. Darum geht's.